Ihr könnt ja selber ins Questbuch gucken, wenn ihr M drückt. Dann entscheidet euch für eine Quest. Ah, du meintest jetzt, wir müssen hier runter über die Brücke. Ich habe nur aufgezählt, was wir alles noch nicht gemacht haben. Also Ja, die. richtig, aber dann gehen wir jetzt hier runter die Brücke und machen da die, da das Versteck, was wir da vergessen haben, was verbuddelt ist. Genau, die Also Mitgift, die ja. Truhe. Genau. Müssen Dann wir gehe ich da da jetzt suchen. durch. Müssen wir mal schauen, ob wir da. Okay, wieder einer hineingedrückt. Oh, Lagerplatz, okay. Ja, sind wir im Lager? Warum sind Lager wir können jetzt wir im nicht Lager? verlassen. Nee, wir müssen auch schnell zu Bett gehen, wenn wir in die andere Welt wieder wollen. Hier ist eh Sein. nur mit Frage, mit Ausrufezeichen. Na dann Quatsch mit der. Squaw! The safest. It might have killed you. Someone must have tampered with it. An aberrance I can't begin to comprehend. There must be a Sharlak in this creche. A traitor. The sort that is hunted, slaughtered, and erased from our histories. Few would dare dishonor their queen. Fewer still would be so brazen. Now hurry. We must go to the Chirai and inform him of the Zathisk's tampering. Okay, jetzt haben wir noch eine Quest dazu gekriegt anscheinend. Ja. Ja. Hier oben ist auch noch einer mit dem Ausrufezeichen. Wie? Ja. Ja, denken jetzt mal. Hm? The menacing Githyanki machine and its jagged pincers held no cure at all. Who could have thought? Passiert, wenn ich den frage, komm doch in meine Gruppe. Kann er nicht, wir sind zu viert. Okay. I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious. But once you've taken a lithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Also unten hätte ich halt den situationsabhängig diesen Nachteil. Bei dem oberen hätte ich keinen. Okay, komm, Jusen, Attacke. Haust du mir noch einen Bonus rein? Kann er nicht. Ich kann dir kein Game. David hat schon. Nee. 18. Uiuiuiuiui. Das ist nur dein normaler Bonus überzeugen. Da kann dir keiner oh. Bonus geben. Schade. Nicht gereicht. Kann ich es nochmal versuchen? I appreciate where you're Nee. Coming from. Truly, I do. But these parasites are quite literally illithid weapons of war. And I'm not so certain they won't be turned against Bin us da. Upon consuming them. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. No, but he named me friend, and that meant the world. But what of the others? The children never saved, the cries never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Quatsch der immer noch. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead.
With you as my ally, the future looks a little less daunting. Because our relation was no matter of pride, not least for him. Ah, siehst du, Großherzog aktualisiert. I'm a Grand Duke's son. So, für die Mission nochmal ein Dings. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I know, and you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravenguard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Können wir eigentlich weggehen? Gut, haben wir das auch nochmal aktualisiert. Open up. So, naja, dann jetzt pennen gehen wir. Ich weiß nicht. Könnte theoretisch auch erst noch den die Belohnung da ausbuddeln gehen. Aber das passiert ja nicht. Wir kommen ja hier nicht weg aus dem Lager. Wir müssen ja erstmal pennen gehen. Ach so. Oder? Ja, oder wir bleiben halt auf dieser Karte und machen da die Nebenquest erstmal weg. Weil ich glaube, wir müssen pennen, wenn wir wieder in die vorige Karte wollen. Oh. Wenn wir aber in der Karte bleiben, wo wir jetzt gerade sind, glaube ich, müssen wir nicht pennen gehen. Oder? Ne, wir kommen aus dem Lager nicht raus. Das ja, ich sehe gerade. Fuck. Dann müssen wir auf so oder so pennen gehen. Alex ist da? Bitte? Ja, ich bin da. Können wir schlafen gehen? Gleich. Falder quatscht auch irgendwie, sehe ich gerade. Ich streichel den Hund. Achso. Ja. Muss aus dem Dialog rausgehen, damit wir schlafen können. So, wer kriegt diese mal feuchte Träume? Mal schauen. Niemand. Aber wir stöhnen alle erstmal schön ab. Oder das war der Morgenschiss. Von allen in Synchron. Ah. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal wieder alle regeneriert. Ist doch gut. Können wir auch das Lager verlassen. Und jetzt? Ich hab Ladebildschirm. Hier hoch? Nee, hoch. Ja. Sieht aus wie die Unterwelt. Weil ich wahrscheinlich Lager verlassen gegangen bin. Aber normalerweise müssen wir das alle einzeln machen, oder? Eigentlich schon, ne? Außer jetzt kommt irgendeine Cutscene. Mal schauen. Nö. Nö, nur Gebirgspass. Dann hat er das automatisch gemacht, weil wir ja durchgelaufen sind. Automatisch gespeichert. So, aber hier, ne, wir sind jetzt auf der anderen Map wieder. Ja. Ja, hier war auch das brennende Haus. Genau, hier war doch das brennende Haus. Da oben, wo du bist, oder ist es egal? Wir müssen diese Mitgift suchen. Ich weiß nicht, wo die ist. Na, wo ist denn das brennende Haus erstmal? Hier, bei mir. Jo. Achso, fuck. A
keep your hands to yourself. You... Die ist ja noch da. Suchen wir mal. So, ist jetzt mittlerweile eigentlich alles abgeklungen, oder? Ja. Zumindest weniger. Müssen wir uns mal hier umgucken. Was hast du gesagt? Was stand da genau? Der ist irgendwo vergraben. Ja. Naja, nee. Guck doch einfach in dein... drück M und drück auf Quest. Lagervorräte. Immer her mit dem Loot. Loot ist immer, immer gut. Man kann nie genug haben. Oh, ich hab's gefunden. Na, siehst du. Ein Erdhügel. Wusste ich doch hier hinten, wo ich das letzte Mal gesagt habe. Wir müssen nach links. Da brennt's zwar, aber wir müssen da durch zu den drei Scheunen. Und da ist es. Miri, you should have stayed. Gleich noch die drei Scheunen looten. Wer hat von euch eine Schaufel dabei? Mal gucken. Der Jusen. Mopsig mir mal. Dann suche ich ja. Kommt eine Kiste. Gold, Wasser, Knoblauch, Kartoffel. Wer weiß, ob das wirklich die Kiste war. Guck auf jeden Fall noch weiter. Never mind. Hier hinter könnte man das auch gut verstecken, aber das. Da hier kommen wir, glaube ich, nicht lang, Leute. Hier, oder? Nee. Oh. Gucken wir mal weiter. Was? Oh, ich hab Cutscene? Ja, ich hab jemand Falsches angequatscht. Ah, ja, ah, da ging's doch rein. A spell crackling at his fingertips. Oh, okay. 23, nice. He freezes, waiting on your next word. Du bist doch eher Schurke, oder? Ja, ich muss Schurke nehmen. Warum leckt das denn bei mir? Ich hab da drauf geklickt. Ja, du musst es ja nicht bestimmt. Ja, aber mein Gesicht kommt da unten nicht rein. Ich weiß, ja, das habe ich bei dir auch. Das habe ich auch manchmal. Ah, okay. Ich auch, ja. Perfekt. Na klar. Bist ein Joker. Für Profit? Machst du ja jetzt schon Werbung, ne? One of our own, eh? Alright. Down you go. Nicht gut. Entrance is hidden behind the wardrobe. Goofy, the key. Profit. Nice. Okay, chill. Cool, das ging einfach. Oh. Oh, ich meine Katze mit einer Kuh. die Kuh müssen wir eventuell töten. Echt? Mit Tieren umgehen. Dann mach ich das mal. Kriegen ja alle Feuerschaden, ey. Eine 10. Okay, nee. Nicht zum Inventar hinzugefügt werden. Das sind bloß Wasserkisten. Die müssen wir töten. Red doch erstmal mit ihr, du kannst doch mit Tieren sprechen. Ja, warte, ich bin dabei. Hab's grad probiert, aber ich hab's nicht geschafft. Alex? Mhm. Kannst du mal hier zu mir kommen? Sofort, ich will erstmal hier das hier fertig machen. Oh, die ist meine Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ja, ich will erstmal das hier fertig machen. Hier gibt's anscheinend irgendwas zu holen. Schaffst du, David? Ja, ist eine 10er Ruf. Easy going. Ich hab's nicht geschafft, ich hatte 9. 21. Das ist ja alles zu looten, ey. Okay, anscheinend, wir müssen ja, glaube ich, alle hin.
Na, überzeugen hast du wenigstens Plus. Die Luke darunter, Jusen. Plus. Nein, nicht überall. Doch. Druide auftreten hat da kein Plus. Na, geh mal rüber auf Auftreten. Achso, okay. His hide twitches, every muscle primed to bolt. He's perfekt. Terrified. The ox calms, his tail swishing a satisfied arc. Warum willst du es töten, das arme Ding? Keine Kuh ist ein Ochse, das brauchen wir nicht töten. Ach, Kühe müssen wir töten, okay. Es gibt eine bestimmte Kuh, die komische Geräusche macht. Man kommt mal mit hier rein, der kann man noch ganz viel looten. Ja, hier kann auch bitte mal Wahrnehmung schlägt hier an, aber ich kann in dem Haufen nichts finden, weil sie bei mir fehlgeschlagen ist. Ja, warte, komm. Gehen wir erstmal zur Peile, dann gehen wir alle da die Luke runter. Oder ich gehe ganz alleine und ihr geht da schon hin und die Luke runter ist auch in Ordnung. Hier links, Alex. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Probier du links, David. Den Haufen da anquatschen. Yo! Eine nice. Kiste. Ja, das ist wohl die mit Gift. Gold, ein Ring und... Hallo. Ja, rette den Gefangenen. Wir haben es gefunden. Perfekt! Oh, das ist nice. Die mit Gift gewesen. Nice. Ich denke mal noch im Keller. Jetzt. So, hier kann man noch alles looten. Glaube ich. Ja, ein paar Sachen gehen noch. Ich hab noch nicht alles alte mitgenommen. Schuhe. Ja. Ist schön, dass man mit der Kamera so weit reinzoomen kann. Dann geht es mit dem Looten hier auf jeden Fall wesentlich besser. Looks empty. Warum wufft der Hund eigentlich? Heißt das, der findet was? Oder hast du den jetzt zurückgeschickt, David? Nee. Nicht, der zeigt bei dir da auch irgendwas lila nicht an, der Hund. So ein lilaner Punkt. Ja, der spürt irgendwas. Nice. Jetzt ist er zu ihm. Er läuft vor uns weg, ne? Er ist jetzt schon wieder in die Dorfmitte gelaufen, durch das Feuer durch. Ja, aber er hat angezeigt hier hinten irgendwas. Ne, hier hinten. Ja, er zeigt an. Ist da noch irgendwas? Ah ne, er hat genau auf die Truhe gezeigt. Ich guck nochmal hier hinten. Ihr macht mal weiter, ich guck hier. Dann gehen wir jetzt nach unten, oder was, Alex? Ich geh mal nach unten. Da. Warte, hier haben wir Felsen. Ne, ich glaube ja. Zentarim-Keller. Okay, hier ist nichts. Nice, ich habe einen Schlüssel gefunden. Für irgendwas brauchen wir den bestimmt. Ja. Jawohl. Ich hab hier einen Trank, einen Weg aufgenommen. Geheimgang. Geheimtreppe. Ich bin hier noch voll am Looten. Na jo, mach mal. Auch noch so viel Stuff in der Ecke, aber ich denke, dass ich mit, gleich alles hab. Mit dem Typen quatschen hier, zu dem sollen wir zurückgehen. Okay, na, quatsch mit dem. Oh,
Habt die Truhe gefunden, gehört die euch? Diese Mitgift, ich behalte. Die behalte ich. Ja, das waren 56 Gold, also. Vielleicht gibt er uns was anderes dafür. Mir ist egal. Dann haben wir ja alles, oder? Von mir aus kann er die gerne haben, jetzt habe ich das hin. I know this doesn't change anything. But it helps. Thank you. I need some time alone with her. To say goodbye. Ist so. Okay. Vielleicht abgeschlossen. Sonst jetzt vielleicht noch was. Okay. Oh ja. Da steht nur unser Schuld. Vielleicht hilft er uns. Da, bei dem brennenden Haus sitzt, ja. Da hilft er uns am meisten. So, sind wir hier. Ja, haben wir geschafft. So, dann könnten wir unten jetzt zum Teehaus gehen. Da haben wir noch zwei Quests. Anne, geht durch den Geheimeingang, aber beim Teehaus direkt ist noch eine Quest. Polierter Schlüssel mit den Indizien WR. Ich hab's dir mal ins Inventar gepackt, Alex. Ich glaube, so einen Scheiß brauchen wir doch eh nicht. Du kannst doch alle Schlösser knacken, oder? Na, wollen wir mal durch die Treppe gehen, oder nicht? Durch die Treppe? Eine Geheimtreppe, wo wir vorstehen. Na dann. Jo. Ah, hier ist auch ein Marker, nice. Sehr gut. Hier ist automatisch gespeichert. Okay. What's your business down here? Answer honestly and maybe. Anscheinend haben wir noch ein Lager gefunden. Ja. Alter, Heimlichkeit, hast ja mega viele Punkte. Ja. Darauf bin ich ja spezialisiert. Dann würde ich das machen. Sorry, ich hab da wie lächerlich das aussehen bestimmt. Ich war nie da. Hä? War was? Überzeugen? Ich will keinen Ärger, nur handeln. Ich kann auch ihre Gedanken wahrnehmen. Soll ich erstmal ihre Gedanken wahrnehmen? Du kannst es versuchen. Man muss bloß gucken, wie oft wir denn noch andere Sachen bewürfeln können. Na, gespeichert ist ja. Ich war kurz davor gespeichert, ja. Warte. Dobby. Where in the hell is Rugen? I need that cargo. Wir können eine Quest rausmachen. Na, ja. Nee, ich will handeln. Komm, wir handeln einfach. Aber wir wissen ja, was mit dem geworden ist. Wir brauchen es ja nicht. Aber nur handeln klingt auch so, dass du irgendwas machen willst. Also sprich töten oder keine Ahnung. Ist auch ein Handel. I never mentioned any cargo. And I don't care for people poking around in my head. Though it was subtly done, I'll grant you that. Maybe I can use you. We've disarmed the traps. Come down. Okay. Let's see. War in dem OP geschaffen. Ich hab die entschärft. Seid ihr denn eigentlich? Runtergegangen, in den Geheimgang. Im Keller.
Ich laufe zu. That's curious. Ich hole ihn. Weil das ein Gespräch? Ja. Aber ich muss erstmal David holen. Und da halt mich bloß ein bisschen mit den Leuten da. Ach du, von der anderen Seite oder was? Bleib doch einfach kurz stehen, wo du bist. Ich hol dich doch ab. So, jetzt siehst du mich auf der Karte. Ne, doch nicht. Warte. Ich muss nochmal rausgehen hier. Oh, jetzt müsstest du mich auf der Karte sehen. Ja. Hier hinten, bei der Luke. Okay, was hat der so, Pyderus? Färbemittel, Öle, eine Schaufel, Dietrich, nichts Besonderes. Okay. Da hier in das Haus rein oder was? Ja, da rechts wird die in das Haus rein, ja. Dann musst du da rumgehen. Ja, bin da. Dann hier in die Luke rein. Ja, ich war gar nicht gesehen. Na gut. Du standst sogar davor, ich dachte, du hast gewartet. Nee, ich stand vor dem Typen. Und dann bin ich zurückgelaufen und hab die Quest bei dem anderen Typen hinten abgegeben und dann wart ihr auf einmal alle weg von der Karte. Ah, ich hätte auch teleportieren können, jetzt mir. So. Wir haben eine neue Quest hier gefunden. Befreie den Künstler. Well, if you have the gold, my pet artist will make you a most heroical likeness. Genau, das war der mit den Ölen, wo du gerade drin bist. Fancy that? So do I. Ich habe mit den drei Leuten da unten schon gesprochen, ne? Ich bin oben bei ihr. Weil die haben nichts Gutes, oder? Na, ein bisschen Gold, aber. Ansonsten verkauft er erstmal den ganzen Müll, den er hat. Noch ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Na, dann bleibe ich hier kurz, indem ich spreche und jemand denke. So, habt ihr noch irgendwelchen Müll? Ich guck, warte. Extrem, extrem schnell. So. Seid ihr alle da? Ja. Sie fragt uns, ob wir ihr helfen sollen. Also nach einem Auftrag, den wir mit ihr machen können für sie. Frag erst mal genauer nach. Würde ich sagen. Not many can talk their way into a zent. Still am as it goes. Take it as a mark of respect. But right now, I reckon we're better off friends than enemies. You interested or not?
We're the finest mercenaries on the coast. We can provide you with anything. For a price. Some of our people are missing. More importantly, so is their cargo. Find them. Keep them alive if you can. Failing that, just bring that shipment back. Unopened. I'm offering hard coin, not idle answers. All you need to know is that I'm willing to pay a hideous sum to get it back. Unopened. Good. Backtrack along the road to the east and look for a wagon. Bodies, the usual. Time was. No one dared touch a caravan bearing our colors. Find whoever did this and remind them why. Wo ist denn jetzt? Achso, da steht's. Kann ich mit dir noch handeln? Aber hier ist jetzt immer noch eine Quest. Ja, dem Ork. Hilf Oskar zu entkommen. Okay. Ja, soll ich mal mit dem quatschen? Ich stehe schon vor ihm. Ja, warte, Pilar quatscht nochmal mit dir. Still am as it goes. Take it as a mark of respect. Some of our people are missing. More importantly, und sagt genau das Gleiche. Ich mach das Erste. God damn it! What about the shipment? Hatten wir sie schon, oder? Verloren, okay. Lost it? Funny that. You just lost a heap of coin, too. Actually, hell's with this. The day I've had, you just lost your life, too. Lads! Killer. Oh! Jo, David. Cool. Das ist gratis Loot. Oh, Jusen steht ja aber schon. Aber wenigstens haben wir noch gehandelt mit der, oder? Nee, ja. Haben wir nicht. Ja doch, ich habe mit dem unten gehandelt, ja. Ja, aber nicht mit ihr hier oben, das ist die Hauptfrau. Gut, dann brauchen wir mit Oskar auch nicht mehr quatschen. Gut. Nee, vielleicht befreien wir den Oskar dadurch. Nee, Oskar kämpft gegen uns. Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich mit der Bitch hier oben alleine. Nee, ist kein Oskar drin, Händler. Stimmt. Vielleicht ist Oskar schon abgehauen. Ich komm zu dir, Pilar. Versuch's zumindest. Nee, Oskar ist hier, der hat sich da in die Ecke verpisst. Okay, so machen wir das jetzt alles nur für Oskar hier, okay. Ja, wir haben gehandelt, was haben wir denn mit der noch? Pilar ist mit der da alleine. Ihr seid doch so ein Suizid-Trip. Du bist der, der immer rote Kisten anfasst. Ja, ja, ihr macht immer die Türen zu und dann verschwinden die Leute, fallen die Leute schlafend um. Einer ist schon mal weg. Alter, die rennen jetzt alle zu Pilar da nach oben oder was? Schön, dass David darüber lachen kann. Ich hätte auch nicht darauf klicken sollen. Die machen alle ihre Klingen mit Gift und. Ah, ne, doch nicht. Das ist immer lustig, wenn auf einmal wenn die KI auf einmal denkt, oh, jetzt müssen wir alle zu dem rennen. Ja, das ist ja die Frage, aber warum sollte die KI da denken? Ich habe nicht mal Schaden gemacht irgendwo. Also ich würde sagen, ich spurte erstmal zu Pilar nach oben, oder? Ja, was anderes kannst du ja eh nicht machen. Außer noch irgendwie angreifen dann. Wenn du das schaffst, kommst du da oben hin, ja. Jetzt stehst du ja neben dem, ne? Kannst du die angreifen, ohne dass... Oh. Kannst du die angreifen, ohne dass der dich angreift? Nee, angreifen kann ich jetzt... Ah, ich kann... Ja, ich könnte benommen machen, aber das sind so Sachen, die würde ich jetzt echt ungern nehmen für die paar Belu-Gegner hier.
Also ich würde erstmal pausieren. Ja, beende deinen Zug. Ja, okay. Achso, Sporten war bei dir eine Aktion, oder? Ja, ja. Nice. Ist sie blöd. Nice. Fehlschlag. So ist das doch geil. Hä? Ich hab doch gar nicht auf Standardangriff gedrückt. Naja, egal. Toll. Jetzt hast du die Leiter kaputt gemacht. Oh. Hä, aber die wurde David, Alter, von eins Fettnäpfchen ins nächste. Ja, wirklich. Du bist mir echt ein Typ. Bei mir wurde die nicht angezeigt, dass ich die treffe. Das Spiel will ich ärgern, ich merk schon. Ist okay. Na, nicht, oder was? Kannst du doch sagen, wenn du mit Absicht machst. Das ist kein Thema. Das war ja nicht mit Absicht, die wurde ja nicht angezeigt. Das Spiel will ich ärgern. Du. Jawohl. Was für ein Idiot. Sind halt Diebe, die laufen lieber weg. Cool. Helf Peiler. Die krieg ich schon platt. Ja, aber die ist als nächstes dran. Wenn, wenn Yuzen die jetzt tötet, dann hat die keinen Zug mehr. Dann kannst du dich doch versuchen. Ja, deswegen. Das ist ja gerade. Alter, da ist ja das, was ich gerade versagt habe. Achso, soll ich da auf die Braut schießen, oder? Ich hab nur gesagt, dass ich es auch alleine schaffen kann. Renn zu der ran und mach einen Nahkampfangriff. Du bist doch stärker im Nahkampf. Der ist doch nicht mehr neben uns. Er könnte auch um die Ecke laufen und ihn von hinten. Aber das kannst auch du machen. Ja, wie gesagt, in der nächsten Initiative ist die ja dran, dann lass doch erstmal die töten. Umso weniger Schaden kriegen wir. Daneben. Ah, warte. Oh, nice. Sie ist benommen, also ist sie erstmal eh nicht dran. Ne? Mal gucken. Oh. Gut, sonst. Ich könnte mal nichts an, erstmal. Nee. Sie ist halt voll benommen. Oh! Heil, du kannst. Nice. Okay, jetzt kannst du die töten, ja. Dann mache ich den hier drüben kalt. 8. Stirb! Ah, super. Richtig gut funktioniert. Oh, warte mal. Kann ja nur einmal pro Zug verwendet werden. So, also könnt ihr hinten auf den 12er schießen. Ich hätte sie runterschubsen können, ich Idiot. Ich wollte gerade noch schubsen. Schade, dass man seinen Zug nicht. Ah, doch, da Zug noch nicht beenden. Ich kann sie noch schubsen. Okay, der ist tot. Na, hat nicht erreicht. Schade. Ich hätte gedacht, sie fällt runter. Den habe ich voll ignoriert, Leute. Zug noch nicht beenden. Also unter mir, da unten ist noch einer, genau, David macht schon. Ja, trifft aber leider auch nicht. Na, Yuzen, kannst du noch was machen? Ich bin noch gar nicht dran, Dicker. Ja, ach ja, stimmt, da ist noch der Boy zwischen. Ich bin gerade dran. Sehr gut. Ich mach erstmal den Achter weg, wa? Die Frau. Ja, die hier vorne, ja. Nice.
kriegst du den Tod. Oh, sehr gut. Jetzt, ja. So, wir können jetzt Oscar anscheinend befreien. Oder befreien. Das Areal hier oben ist ja riesig. Grotte sehen, ja. Erstmal so auf den ersten Blick. Lootet einer erstmal unten? Ja. Ich bin dabei. Okay. Ich spreche gerade. Ja, jo, mach das. Lassen hier nichts liegen. Ich habe richtig geile Pfeile gerade gefunden, cool. Okay, der ganze Weg in die Richtung ist mit Fallen gespickt, das lasse ich erstmal. Jusen, kannst du bei mir was rausnehmen? Ich bin überladen. Komm ich denn hier hin? Warte, ich gucke. Say, you, I don't suppose you could spare some coin, could you? Ease the discomforts of the road, some. David unterhält sich, okay. Das bin ich auch relativ überladen, aber du bist ein bisschen leichter jetzt. Danke. Ich glaube, ein Händler wäre keine schlechte Idee, wieder aufzusuchen. Oh. Aha. Warum David uns nicht angegriffen hat, frage ich mich, aber okay. Und er war ein Gefangener von denen. Ja, wir haben den jetzt gerettet, aber er meinte, wir kriegen eine Belohnung und jetzt meinte er, wir haben kein Geld, sondern wir müssen seine Verlobte auf den Geist gehen. Und jetzt fragt er auch noch dreist, ob wir Geld für ihn haben. Aber du redest nicht mit dem gleichen Schwarzen wie ich, oder? Nee. Wahrscheinlich nicht. Da komme ich nicht rüber, ich sprung, ihr könnt Jusen so rüber springen. Tyler, David ist in der Cutscene, ne? Er war. Oder war in einer Cutscene, ja, meinst du? Gerade zu Ende, ja. Was da oben alles liegen lassen? Achso, du bist noch da. Sehr gut. Okay, das ist rot. Und die hier oben alle mitnehmen, die Milch kann. Hier ist eine Tür, das ist alles rot. Hier sind überall Fallen. Was kann man mitnehmen? Egal ist noch. Okay, haben die gar nicht mitgekriegt, dass wir ihre Leute umgeknüppelt haben? Scheint nicht. Wenn da noch welche rumstehen bei dir? Ja, da oben drei, vier Stück sind hier oben noch. Und überall auch Fallen und so. Aber... komisch. Komm erstmal wieder runter. Na, wir sind jetzt hier soweit durch. Kannst du auf uns warten? Naja, aber ich muss ja nicht ganz vorne stehen. Komm lieber ein Stück zurück. Ah, da oben bist du, Alex, alles klar. Du bist da nach ich unten. Ich bin da die lange Leiter runtergegangen. Okay, hier oben steht noch einer. Okay. Aber wenn ich die entschärfe, dann sind die aggro auf uns. Die fallen.
Also wir könnten die auch noch töten hier. Ja, müssen wir doch nicht, oder? Naja. Bringt Erfahrungspunkte und Loot. Erstmal Erfahrungspunkte. Wir könnten durch und Loot. In die Gittertüren rein. Genau, aber das ist rot halt. Wenn wir das machen, dann sind die aggro. Das ist halt die Frage, was da hinter ist. Die Gittertüren sind auch noch Schatztruhen und so, sehe ich gerade. Deswegen. Dann mit der Kamera rein. Das ist okay. Alle aufstellen. Okay, ich würde hier stehen, wo ich schon stehe, oder? Und ihr geht da zur Tür hinten hin, wo Shaolin schon steht. Ja, sind explosiv, was haben wir aufpassen. Oder wie wollt ihr vorgehen? Ich muss doch gucken. Er steht da, da unten sind die Wölfe, da ist der Wolf. Der eine steht da hinten, aber doch, ich denke, ich stehe ganz gut. Also, David steht da so. Also vor uns sind zwei Wölfe. Da unten kommt dann auch. Zu der anderen Tour, kommt doch lieber hinter mir. Das wäre viel sinnvoller. Na, da, wo du stehst, ist eigentlich optimal. Du stehst zwischen allen. Genau, aber dann müsst ihr auf die andere Seite kommen. Also da ist zu der anderen Tür. Nee, da stehen noch fast neben dir. Pass auf, dass hier sind überall Ölfässer. Wenn ihr sagt, dass ich hier, dass das so okay ist, dann okay. Oh, naja, wenn die jetzt zusammenstehen, können wir noch einen Flächenzauber machen. Dann... 1, 2, 3. Ja. Oh. Dann soll ich einen Heimlichkeitsangriff machen? Schon mal einen töten von denen? Ja, hier so ein Abstand. Hier, der gleich hier oben steht, ja. Oder der 36er da hinten, ja. Der 36er. Ja, dieser Woll. Stufe 4. Hat der was zu verbergen? Nein, nein, mir doch nicht. Ach, Quatsch, Mann. Wir sind Freunde. Alter, lass mich doch mal verstecken, ihr Penner. Ja, wenn du dich direkt neben das Feuer hockst, glaube ich, ist das kein gutes Versteck. Okay, von hier bin ich zu weit weg, aber wenigstens bin ich erstmal versteckt. Okay, jetzt kommt einer. Ich mach die 28er. Ja, den kann ich töten. Los geht's. 20 Schaden. Perfekte. Okay, die sind überrascht. Ich kann den nochmal angreifen, dann ist er tot. Aber wir sind doch gar nicht in der Katze jetzt. Okay, einen habe ich tot, den 28er. Der Wolf ist auch fast tot. Ja. Na, Jusen, dann gucken hier. Wo ist denn jetzt die andere, die ist da hinten? Ja, klar. Ja, dann klopp du auf den Elver Wolf hier vorne. Jusen. Der neben mir ist, ja. Genau. Auf den da. Ich hoffe, dass die Falle nicht ausgelöst wird, weil ich so nah dran bin. Wo ist ein Karat? Ach, da unten ist noch einer. Okay. Der ist als nächster dran, ne? Aber da, wo ich bin, ist ganz gut. Ich kann dann aus dem Versteck raus angreifen, die alle. Achso, ich kann noch laufen, warte mal. Another step forward. Kann mich noch verstecken. Zack. So, okay. Soll ich die Klinge machen? Nee, wa? Nee, bringt nix. Weil die alle zu weit auseinanderstehen. Genau, den killst du jetzt sowieso. Schon wieder so scheiß mit der. Okay, doch nicht. Verbuggt. Wieso, was ist verbuggt? Noch bei mir im Stream hier und. Ich sehe Jusen nur so halb durchsichtig, der Boden ist weg und den Wolf sehe ich nur so halb durchsichtig. Ja, weil du so weit weg bist vielleicht. Nee, ich weiß nicht, ob es daran... Ah, okay, ich habe nicht gesehen, dass ich Kadar angeklickt hatte, aber man sieht das auch nicht wirklich. Oder, wenn ich jetzt David anklicke? Nee, sieht man auch nicht, weil sie ausgegraut sind. Naja, ist egal, Fehler gefunden. Überrascht, überrascht, überrascht. Nice. So, jetzt ist die Frage. Kriegt ihr den Vierer hier oben tot? Achso, okay. Der Wolf ist erstmal tot. Alles klar. David, kriegst du den Vierer hier oben tot? Den Wolf bei euch oder was? Ja, hier oben den Wolf. Ja, ja, der da oben. Knall den mal ab. Ich hab den anderen ja gerade gegrillt.
Nice, sehr gut. Ja. Das ist nämlich die Frage, komme ich da an die ran? Nee. Nee, ist zu weit weg. Gut, zack. So, dann können die User jetzt laufen. Die nächstes Mal vielleicht treffen, mal gucken. Breathe quiet, move with care. Okay. Aber die Sprengdinger gehen jetzt an, wenn ich da drüber laufe, oder? Du sollst ja da auch nicht rüberlaufen. Achso. Bleib einfach da stehen. Mach einen Fernkampfangriff und dann wechselst du wieder auf deine Hauptwaffe. Bevor du beendest. Genau. So. Na, ich glaube, aber die Olle triffst du nicht von hier, wa? Sonst musst du ihn hier unten abballern. Wenn du dich, entweder stellst du dich jetzt hier hin. So, hier so. Und da musst du mal gucken, wen du triffst. Ob du ihn triffst oder sie. Genau, kannst du den da unten treffen? Also ihn da oder. Oder die da oben. Nee, den da unten müsste ich runter. Hier oben wäre. Die da oben? Ja. Da ist ein Hindernis vielleicht im Weg, ich weiß es ja nicht. Ja, da ist diese Balken gerade im Weg. Und den da unten triffst du auch nicht. Nee, dann müsste ich erst runterklettern. Okay. Na, dann bleibst du einfach hier stehen und nimmst dein Schwert in der Hand. Und warten wir, bis die kommen. Okay. Sehr gut, oh, da kommt sie schon langsam, Jusen. Ja. Jo. Was kommt willst doch. Du denn noch machen? Weiß ich nicht. Beende deinen Zug! Jetzt. Sie ist voll, ja, glaube ich. Oder wohl? Oh, hat nur 6 AP gezogen. Aber mein. Okay. Ich habe der 22 AP gezogen. So, die 14 oder der und 28. Ja. 50, dann 14. Soll ich die 14er weghauen oder die von unten? Mach, was du kannst. Der Pfeiler mach du erstmal, du musst mehr schauen. Bin auch schon. Also mir wäre unten lieber, weil ich kann ja oben übernehmen. Hab ihn schon getroffen gerade. Oh, ich bin da oben. Musste mal an meine Seite kommen. Hihi. 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 Jetzt überlegt er wieder 8 Jahre, vor sein Zug beendet, der Carrot Arad. Nicht ranrennen, Jusen, da sind Fallen. Ja, ja. Bleib hier einfach stehen. Na, no, schieße mir ins Gesicht. Oh. Der Grafikfehler, das Feuer von Jusen seinem... Ja. Nice. Die, nimm dein Schwert wieder an. Die Fallen gehen auch kaputt. Genau. Oh, nice. Ah, Loser. Mit den da unten Attack 12 war. Down? Nee. Nee, 4 hat er noch. Muss ihm noch eine geben, Digga. Genau, der die ist tot. Okay, da bei User ist down, okay. Armored! Cool. Never wanted the easy path. Okay, ich mal runter, ich loote den. Warum laufe ich denn so langsam? Weil du überladen bist, vielleicht? Ich nehme dir erstmal. Achso, okay, stimmt. Bin auch überladen. Ja, ich nehme dir doch schon was raus. Hört mir da keiner zu. Da könntest du vielleicht was rausnehmen? Ey, hier ist ein Knopf, soll ich den mal drücken? Dafür haben wir es ja gemacht, Jusen. Dann drücke ich den Knopf.
I'm way too big. Na, die Rauchpulverfässer usen, die sind 26 schwer, also sonst kannst du die auch vielleicht mal rausschmeißen. Ja, die Rauchpulverfässer musst du nicht mitnehmen bei Dinger. So. Dann würdest du gleich viel mehr Platz haben. Höhlenloch. Mhm. I'm way too big. Hier kann ich mich in eine Katze verwandeln, ja durch, aber ich glaube, das ist nicht groß genug. Okay. Kann bei mir noch jemand bitte was rausnehmen? Pass auf, Falle. Geht raus. Kann bei mir bitte jemand was rausnehmen? Sonst ist es bei mir alles erschwert. Hätte schon mal jemand getan in der Zeit. Nee, immer noch nicht. Kannst du kurz nach Gewicht sortieren? Nein. Nein. Reif doch einfach irgendwas denn. Ja, deswegen. Ist doch egal. Du weißt doch ungefähr, was schwer ist. Nee. Nimm die ganzen Klamotten raus und so. Okay, geht glaube ich wieder, oder? So. So. Okay, ein Heiltrank. Heiltrank und Gold gefunden bei der Eintruhe. Und Gold und infernalisches Eisen. Was auch immer das ist. Bet that will fit in my pack. Okay, jetzt könnt ihr rankommen. Hm. Das ist. Könnt ihr das looten hier? Looks empty. Da mache ich die andere Dings da noch auf, ne? Aber ich gehe mir jetzt erstmal schnell was zu essen holen. Ihr könnt ja schon mal looten. Hallo. Ich hab Hunger. Nice. Ich habe richtig krasse Handschuhe gefunden. Wie krass sind die? Mega. So eine rosanen. Rosan krass. Ich habe nur noch den Effekt noch nicht durchgelesen, müssen wir mal schauen. Mal gucken. Aura des Dämonengeists. Die beschworene Kreatur des Trägers hat Resistenz gegen alle Schadensarten außer physischer Schaden. Zu Beginn des Zugs der beschworenen Kreatur muss diese einen Rettungswurf gegen Weisheit bestehen oder sie wird wahnsinnig. Ich habe 16 Weisheit. Ich glaube, die Kreatur muss das bestehen, nicht du. Ich dachte, der Träger muss das gehen. Nee, zu Beginn des Zugs der beschworenen Kreatur muss diese einen Rettungswurf gegen Weisheit bestehen. Ach so, okay. Ich will sie trotzdem anziehen. Mach's doch. Oder? Weil Resistenzen gegen alle Schar außer. Aber es kann auch sein, dass die Kreatur die ganze Zeit dann immer wahnsinnig wird und uns angreift. Möglich. Ich konnte gerade das mit dem Talisman machen, Shaolin. Was für ein Talisman? Naja, diesen Talisman der Absoluten, dass ich halt Beistand habe. Achso, ja, siehst du. Endlich, Alter. Ich glaube, ich muss ja erst eine lange Rast machen, damit ich das überhaupt machen kann. Kann sein, vielleicht habe ich das auch schon verwendet gehabt, deswegen. Deshalb, ja. Aber du sagst, es ist jetzt so lange bis zur nächsten Langrast. Genau. Und dann kannst du es wieder machen. Chippig. Ach so, ne, beschworene Kreatur. Immer noch, David, ja. Heiler beschwört doch Kreaturen. Ja, du aber auch.
Hund. Aber der macht nicht so viel. Obwohl ist die Frage, wenn ich mich in was verwandle, ob ich dann auch als Kreatur zähle oder ob das dann immer noch ich bin. Ach komm schon, als ob. Was hast du jetzt eigentlich für einen Buff drauf, David? Das mit den Kreaturen. Boah, also. Das ist vielleicht klüger, wenn wirklich Pyla das macht. Ja, ich habe wie gesagt nur den Hund und der ist nur zum Aufspüren da und nicht so. Achso, ich habe ja auch Toast gemacht. Bin ich wieder da? Dann mache ich erstmal die ganzen Fallen clearen. Ich bin schon fertig mit Fallen clearen. Nice. Wo ist der Erdhaufen? Was? Also. Ist aber krass, wie weit verzweigt das hier ist, oder?